Und wir haben das jetzt extra so gefühlvoll und langsam gemacht, weil wir ja das hier Kornweiß kaufen, nämlich 1,5 Millionen sind im Sack und ich wollte es gerne nachzählen. Ich will Lieferscheine prüfen, das machen wir natürlich. Ne? Also ich hoffe, ihr habt natürlich mitgezählt. Aber an der Stelle auf jeden Fall nochmal ein riesen Dankeschön an die Firma Hochbaumaschinen, dass das jetzt so reibungslos funktioniert hat, dass wir jetzt den Zylinder schnell wechseln konnten und hier die Mietsmaschine gekriegt haben. Um diese Zwischenzeit zu überbrücken. Liebe Leute, groß und klein, haben wir die Mikrofone fast verloren. Jetzt haben wir uns schon gefilmt. Ja, läuft schon. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fahrflug von uns. Ne? Und schon wieder einen neuen. Ja, schon wieder einen neuen und schon wieder zu zweit im Schlepper. Und ihr denkt euch alle, ach, die können nicht ohne einander. Aber habt ihr recht. Nee. Problem folgendermaßen, also nicht unsererseits. Wir waren unterwegs. Ich war eigentlich mit einem separaten Schlepper hier. Zum Wasserpass fahren oder Wasserpass anpassen? Anpassen, genau. Jetzt haben die allerdings zwei Sachen, die sie noch reparieren müssen und dran machen müssen. Und ich kann es erst morgen abholen. Und der Papa war gerade zufälligerweise auf demselben Hof. Und hat dich mitgenommen. Und hat mich mitgenommen. Da muss ich nicht heimlaufen, ne? Ja gut, wir können jetzt auch schön Schleppergeflüster noch fertig machen. Ne? Das war jetzt also auch für die, die es noch nicht sehen haben, bitte gerne mal anschauen. Zurückblendern. Immer freitags für euch Schleppergeflüster. Ne? Mhm. Und auch hier schon wieder am Anfang des Videos abonnieren. Liken, teilen und kommentieren nicht vergessen. Und die Glocke drücken nicht vergessen. Genau, dann verpasst ihr nämlich gar nichts mehr von uns. Ja, was haben wir parat für euch? Es wird wieder ein bisschen Baustelle. Ich glaube schon, dass... Nee, der könnte noch ein bisschen landwirtschaftlich sein. Wenn es geht, sind wir morgen am Rapseln. Also wenn du hier rausguckst und die Böde hier anguckst, dann wäre das alles super duper, ja? Wenn du mal sofort starten und Rapseln. Wenn du bei uns anguckst, konnte man heute Morgen nicht starten. Also, jetzt ging es bestimmt wieder, aber ja, es geht immer abends. Und abends haben wir dann keine Lust, gell? Was sind wir für Bauern? Ey, wir sind echt schlecht, Papa. Wenn es dunkel ist, fahren wir nicht. Jetzt haben wir so eine kleine Lampe kaufen. Ja, aber nur an dem. Ja. Ja. Stimmt. Ja, und den hast du zum Mulde fahren, wo du tagsüber fahrst. Ja, genau. Aber nicht morgens, wenn ihr dann das Licht einschalte, ganz schön hell. Ja. Schon hell. Ja. Also macht schon mal kurz Flutlicht an. Also das sind sie schon gut gemacht, die Fettler. Ja. Ich habe so was Ähnliches schon mal erlebt am Volvo-Damper. Aber auch wo da nicht eingeschaltet ist. Also Volvo hätte auch super Lampe montiert. Und das, ja. Aber das schlägt es hier noch. Also das ist noch ein Tag besser, weil es wirklich rundum ausleuchtet. Mhm. Was haben wir vor? Ich hätte gerne noch ein Fazit vor vom Glasmetrasch. Das ist auch schon irgendwie mal gefordert worden bei euch in den Kommentaren. Ja. Von unserem Tucano. Das würde ich gerne mal noch machen. Ja. Ich denke auch ein Fazit über die erste 300 Stunden 724er Fendt Generation 7. Könnte man eigentlich auch schon machen. Ne? Mhm. Also das sind so Sachen, die können wir vielleicht verbergen in dem Video. Lasst euch überraschen, was da kommt. Lasst euch überraschen. Wir sind auf jeden Fall auf dem Heimweg jetzt gerade und Fahren Mulde fahren, genau. Das war was wir zur Zeit jeden Tag machen. Ich war jetzt einen Tag bei Papa dabei, oder was heißt ein Tag jetzt nicht, aber halt noch die letzten 2 Stunden und hab gesehen, wie er da rückwärts einen Berg hoch muss, durch Kurven durch und weiß ich was. Und da klingelt das Telefon schon wieder. Ja, dann müssen wir schnell dran. Ja. Hallo, bis später. So, Freitagnachmittag und von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen zum neuen Farmflug. Ja, ihr habt es gerade gesehen hier, 2 Bagger. Ja, was hat es denn damit jetzt zu tun? Warum haben wir hier 2 Bagger auf der Baustelle?
ja, vielleicht kann man es hier schon sehen. Also wir haben auf jeden Fall an unserem Bagger eine Undichtigkeit am Zylinder gehabt. Da war quasi hier vorne, wo die Kolbenstange rauskommt, der Dichtring kaputt. Und war jetzt schon über längere Zeit, also ich sag mal so einen Monat circa. War aber nichts Schlimmes, also es hat ab und zu mal wegen, es hat nicht getropft richtig, aber es war so wegen schwitzig halt. Und jetzt ist das auf einmal, wir haben Inspektion gehabt an dem Bagger. Und jetzt, zwei Tage nach der Inspektion, ist quasi das dann doch schlimm geworden, dass es wirklich getropft hat. Man sieht jetzt hier teilweise noch am Arm, dass der halt wegen schwitzt. Und ja, da ist jetzt quasi der Zylinder in der Werkstatt zum ja, neue Dichtring reinmachen. Den tun sie quasi einmal auseinanderbauen und wieder zusammenbauen. Und ja, da wir hier jetzt auf der Baustelle fertig werden müssen, ihr seht jetzt, so sieht der Platz aus. Also es ist ein großes Grundstück hier. Sind jetzt die letzten zwei Tage, also ich hoffe, dass ich bis am Samstag hier fertig bin. Heute jetzt nochmal. Und dann am Samstag, dann ist eigentlich das meiste durch. Denn wir müssen am Montag quasi schon auf die nächste Baustelle. Und deswegen haben wir jetzt hier unseren Bagger hier, den Zylinder, jetzt machen lassen, damit der am Montag wieder bereit ist zum Baggern. Aber ich habe schon den Anruf gekriegt, dass es nicht funktioniert, dass die erst am Montag den Zylinder einbauen. Und das heißt, wir müssen hier den Mietsbagger auf die nächste Baustelle mitnehmen. Zumindest mal am Montag. Und dann werden wir ihn wahrscheinlich austauschen. Was ist jetzt hier los? Ja, was ist jetzt hier los? Hey, ich frage mich jetzt, warum du nicht fertig wirst, warum der Parkplatz nicht Ende nimmt, weil du da gar nichts schaffst. Wenn wir nur am Filmen hier. Wenn wir dort Kontrolle machen und geht nichts. Ja, ich warte auf Material. Ist kein Material? Nee. Okay. Aber es sieht schon gut aus. Also wir sind mittlerweile angekommen und richten mal unsere Sämaschine, denn wir wollen ja Raps säen wieder und wir säen die normalerweise immer mit unserer Drille. Man könnte es auch in Einzelkornform säen, allerdings haben wir ja die mit dem Abstand von 75 cm, was auch kein Problem war. Man könnte doppelt fahren sozusagen und dann das einmal teilen. Allerdings sind wir mit der Drille eigentlich bis jetzt relativ zufrieden gewesen und deshalb machen wir es auch dieses Mal wieder mit der Drille. Ja. Wir haben jetzt dieses Jahr die Sorte von Dekalb. Die wurde uns wärmstens empfohlen. War auch vom Ertrag her dieses Jahr relativ gut.
Und dann haben wir gesagt, probieren wir es mal aus. Das ist die Exaura, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau, da steht es drauf. Und pro Einheit kann man ca. 3 Hektar säen. Wenn man jetzt allerdings mit einer Einzelkornsäenmaschine säen würde, könnte man sich ja ein bisschen Saatgut einsparen. Man sagt ja zwischen 40 und 50 Körnern mit der normalen Drille pro Quadratmeter. Und bei der Einzelkorn wäre es dann dementsprechend die Hälfte oder fast die Hälfte, ja 25 circa, von 23 bis 27 Körnern. Und was keine schlechte Ersparnis ja. wäre, ne, wenn man auf der letzten Cent immer runter schaffen will. Aber ja. man muss sehen, die Einzelkornsaat kostet auch ein bisschen was. Genau. Wir können das zwar machen mit unserem Maislegerät, einfach andere Scheibe rein und halt, sagen wir mal, doppelt den Bestand rumfahren. Ginge. Aber wir bräuchten die neuen Scheiben, die haben wir jetzt noch nicht. Und wir sind eigentlich bisher zufrieden mit der Drille gewesen. Ja, ich muss sagen, durch diese exakte Tiefeführung, was uns quasi diese Doppelscheibe mit der anderen Rolle hinten liefert, kriegen wir das annähernd so gut hin, da wir halt auch ein tolles Saatbett mit der Kreisläge vorweg machen. Ne? Ja. Und von daher ist das eigentlich unproblematisch, dass man das hier auch so ganz genau sehen kann. Ich bin der Meinung, wir können uns auch einen Eckerl erlauben, wo wir mal auf 30 Körner runtergehen. Ich glaube auch nicht, dass das viel schlechter wird. Vielleicht machen wir den Versuch. Ist für uns ja nur ein Tastendruck oben im Monitor und dann haben wir es. Genau. Und was wir jetzt ganz machen zusammen, ist einmal abdrehen, denn wir haben die Flächen heute Morgen angeschaut. Jetzt aktuell sind sie noch nicht ganz befahrbar, aber es soll den ganzen Tag warm werden über... Ich glaube, was waren es? 28 Grad. Von dem her kann es noch gut abtrocknen und dann könnte man vielleicht über heute Abend oder morgen früh nachdenken zum Säen. Und dass alles gerichtet ist, drehen wir jetzt einmal schnell ab. Und ich mache da wieder abschmieren und los geht's. Genau. Und dann nehmen wir euch jetzt mit. So, wir haben jetzt hier einmal unsere Sämaschine und da füllen wir jetzt den ersten Sack mal ein. Und wir haben das jetzt extra so gefühlvoll und langsam gemacht, weil wir ja das hier kornweiß kaufen, nämlich 1,5 Millionen sind im Sack und ich wollte es gerne nachzählen. Ich will Lieferscheine prüfen, das machen wir natürlich. Ne? Also ich hoffe, ihr habt natürlich mitgezählt. ja, also die Menge sieht natürlich nicht groß aus, ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt erkennen könnt. Es sind kleine Körner. Deshalb ist da auch nicht die Menge drin. Und man ja, kann gut, dazu sagen... Raps ist ja grundsätzlich nicht so groß wie Kartoffel. Ja, das ist ja klar. Mit der Kartoffel säe ich ja auch nicht mit der Sämaschine, gell? Naja, auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, wir können, wenn wir die Sämaschine voll machen, sehr, sehr lange fahren mit dem. Also, ja, wir füllen jetzt weiter die Säcke ein und drehen dann schnell ab. Und dann nehmen wir euch vorne noch mit. Ihr kennt ja das Prozedere schon von letztem Jahr Weizen. Da habe ich es euch einmal gezeigt. Und ja, wir haben auch schon unsere Wanne bereitgestellt, die könnte man noch kurz zeigen. Die steht schon wie immer wunderbar da, dass es gleich rauslaufen kann. Ja, jetzt müssen wir aber erstmal das Zellenrad unterfüllen. Genau, jetzt müssen wir einmal drauf drücken, dass das Zellenrad sich füllt und dann das oben wieder reinschütten dann natürlich. Dann kommt das eigentlich abdrehen. Und dann kommt das Abdrehen. Ist wichtig, weil wenn das Zellenrad passt, auch schon mal ein bisschen was, ne? Genau, also es ist zwar nur eine Reihe, die läuft, aber passt trotzdem was rein. Ja, das verkeilst du schon, aber wenn du so ja. wenig Körner aussehen willst, muss es schon passen, ne? Genau. Hallo. Also, wir sehen uns gleich. So, wir haben jetzt einmal das Zellrad füllen lassen und das haben wir jetzt schon wieder oben reingemacht. Vorne natürlich auf Start gedrückt, weil jetzt können wir von hier hinten sozusagen das steuern. Und das mache ich jetzt mal. Ich drücke den Abdrehknopf hier, das ist der hier. Und den drücke ich jetzt eine Weile mal. Umso länger man den drückt, umso genauer wird es natürlich auch. Aber wir wollen jetzt auch nicht... Warum wird es genauer? Ja, weil es mehr zählen kann. Ja, weil es einfach viel mehr auswirft. Ja. Und umso mehr man letztendlich da unten in der Schale nachwiegen können, umso genauer ist die ganze Kiste. Also man kann das in 5 Sekunden abhaken, man kann aber auch eine Minute laufen lassen. Mhm. Also mal beim Weizen sagt man so 4-5 Kilo sollte man rauslaufen lassen, beim Raps weiß ich es gar nicht ganz. Ich denke beim Raps nicht so viel, weil wir haben ja nur 9 Kilo drin. Nee, das stimmt auch nicht. Wir haben 6,8 Kilo Ach, stimmt, ja, Saatgut pro Kilo drin, pro Sack drin, was 1,5 Millionen Körner wohl bemerkt sind. Die haben ja extra durchgezählt. Ne? Ja. Alle Lieferungskontrolle, ja. Alle also, Säcke. Und somit haben wir unterm Strich 3 Säcke eingefüllt. Mhm. Sind dann 4,5 Millionen, ne, was etwa 9 Hektar ergeben sollte. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Schauen wir mal. Also jetzt drücken wir auf den Knopf, weil so spannend ist das nicht, wenn blaue Körner da rausrieseln. Doch. Finch, ich glaube, die sehe das nicht immer auf der Kamera. Ja, jetzt kommt was raus.
Man muss halt eine gewisse Länge haben, dass man auch wiegen können, weil die Waage ist zwar schon aufs Gramm genau, ne? Mhm. Ich glaube, sie ist aufs Gramm genau. Ist auch wichtig, dass man da eine genaue Waage nimmt. Wenn man eine Waage nimmt, die nur 20 Gramm oder 500 Gramm oder so genau, so eine richtige Kartoffelwaage, die nur, glaube ich, 500 Gramm oder so. Das wäre nicht so gut, da muss man echt lange auf den Knopf drücken. Also für so Sachen würde ich sogar ganz knallhart sagen, eine Briefwaage wäre das Richtige. Ja. Aber dann wäre die Schale vielleicht auch ein bisschen groß. Ne? Nein, das ist ja egal, wir machen das raus und machen es auf die Briefwaage. Vor allem, man muss dann auch... Und dann hat man ein genaues Ergebnis. Und wenn ich das... Wir haben jetzt Gott sei Dank ja noch so alte Postwaage da und nebendran das digitale Teil, können wir es ja mal probieren und zeigen. Und was man auch noch dazu sagen muss, vorab natürlich das Tagegewicht von der Wanne muss man wissen, weil sonst rechnet man das oben drauf, das ist ja nicht so ja, gut. Ja, und die Körner, die rausfallen, sollten auch alle in die Schale reinfliegen. Das heißt, also man braucht auch eine gewisse Größe von der Schale, ne? Dass das auch nicht daneben fällt. Ne? Und jedes Körner zählt in dem Moment. Mein Daumen schläft jetzt schon langsam ein. Alter, darfst du jetzt los sein? Nein, ich glaube, es geht los, passt schon. Glaubst du, es reicht? Ja, wir nehmen die Briefwaage. Wirklich? Ja. Okay. Leck, jetzt ist er richtig krumm. Oh. Lass es jetzt, Jonas, Kaie. Sag das. Nee. Ja. Und jetzt geht's zur Waage. Ah, jetzt sind wir bei der Paketwaage, ne? Also die ganz grobe Paketwaage kann ich euch zeigen hier. Und da haben wir jetzt ein Gewicht von 1,9 Kilo, circa, ne? Mhm. Gut, die Waage wiegt 1,6. 1,6. Ja, die Waage, die Schale, ja. Mhm. 1,6 Kilo, also haben wir ein bisschen 200 was. 200 Gramm. Jetzt nehmen wir, 200 Gramm. Jetzt nehmen wir die genauere Waage. Die Hast du die auch schon schön hingestellt? Ja, schon schön hingestellt. Die muss nämlich gerade stehen, sonst die zeigt nicht. Auch 0 an hier. Zeiger, Zeiger. Jetzt kommt unser Gewicht hier drauf. Und dann haben wir hier das wunderbar. 1,815. Genau, und das ist eben die Geschichte mit dem genau, ne? Also 1,615 minus 1,600 gibt 215 Gramm. Ja, und das gucken wir jetzt einmal schnell oben nach, denn wir haben ja oben die Anzeige. Ich werde wahrscheinlich einen Schock kriegen, was die sagt, was wir abgedreht haben. Nee, also wie gesagt, wir haben die Walze ja einmal getauscht, also die Dosierwalze. Und hier zeigt es jetzt tatsächlich 2,444 Kilo an. Und das ändern wir jetzt einmal in 0,215. Genau. Und dann hat sich, wie ihr gerade gesehen habt, hier einmal dieser Gramm pro Ref gewechselt. Das ist sozusagen so ein Durchflussfaktor. Der ist bei Weizen natürlich größer und bei kleinen Körnern natürlich kleiner. Ja. Und jetzt werden wir selbstverständlich nochmal eine Gegenkontrolle machen, weil wir jetzt diese Geschwindigkeit des Elektromotors hier verstellt haben. Der jetzt also weiß, oh, halt mal, da ist jetzt keine große Trommel mehr drin, sondern nur noch eine kleine, wo viel kleinere Menge rauskommen. Das werden wir jetzt nochmal kontrollieren. Mhm. Also du stellst da oben wieder auf Einstellung. So, der nächste Durchgang ist durch. Ihr seht es deutlich mehr in der Wanne drin, in deutlich kürzerer Zeit und auch natürlich mehr Gewicht. Jetzt wiederholen wir das Ganze nochmal, geben es oben wieder ein und das zeigen wir euch gleich nochmal. So, Sämaschine steht wieder im Schopf, dass wenn es regnen sollte, es nicht nass wird. Jetzt warten wir ab aufs Trocknen. Aber es windet ja, wie ihr seht, die Haare wehen im Wind. Ja. Also es windet, es wird wohl werden heute, dass man noch das schaffen. Meins war zeitlich irgendwie schon wegen Kreuzzeit heute wieder auf. Nee, es ist schon wieder sehr knapp auf jeden Fall, aber ich denke, wir kriegen den Raps irgendwie in Boden und wir sind dann sogar früher wie letztes Jahr. Ja, mein Auto ist dort. Ja, aber ich muss nach da. Ah, dann nehme ich also, wir sehen uns später. Das kann man so. Pizza. Ja. So, Leute, Samstagabend. Es ist schon wieder dunkel. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt was wieder sehen könnt. Ja. Wir kommen jetzt zum Ende vom Video. Ja, ihr habt jetzt gesehen im Video, wir haben die Raps, also die Sämaschine auf Raps schon mal fertig gemacht und haben heute tatsächlich, jetzt heute Abend am Samstag, auch schon die ersten Felder gemacht, aber es ist einfach noch zu nass. Also wir haben einfach durch den Regen jetzt, es ist obendrauf halt wirklich viel zu nass und es klebt hinten an der Walze von der Sämaschine und das ist eigentlich immer so ein Zeichen, dass es wirklich
grenzwertig ist. Und gerade beim Raps muss man da natürlich schon schauen, dass man da ein schönes Saatbeet hinkriegt. Da sollte man nicht versuchen, den Raps reinzuschmieren. Bei anderen Kulturen geht es, also Weizen zum Beispiel ist nicht so schlimm, wenn es wegen Nässe ist oben drauf. Der verzeiht dann einem schon wirklich viel, aber ja, hier heißt es auf jeden Fall jetzt nochmal einen Tag warten. Das Schlimme ist auf jeden Fall, morgen Abend, also die Nacht von Sonntag auf Montag, soll es hier auf jeden Fall wieder gut regnen. Und ja, da sind wir jetzt quasi gezwungen, jetzt den Tag morgen nochmal zu nutzen, den Sonntag, um dort den Raps zu säen. Ja, also aus dem Grund auf jeden Fall jetzt ein kürzeres Video. Ja, was lief bei mir die Woche? Ihr habt es ein kleines bisschen gesehen, wir waren auf der Baustelle. Ich habe jetzt hier einen Tieflader und hier den Bagger stehen. Also wir haben die Baustelle, den Parkplatz, wo wir gemacht haben, auf jeden Fall, ich sag mal so, zu 95% ist der Teil, wo wir uns vorgenommen haben, jetzt auf jeden Fall fertig. Und jetzt so, dass wir nächste Woche zu unserem Kunden können wir da mit dem Bagger, da haben wir dann quasi wieder einen längeren Auftrag. Und ja, den Parkplatz werden wir dann am Wochenende fertig machen als, ja, ich denke mal ein, zwei Wochenende, dann könnte das Thema erledigt sein. Ja, ich habe jetzt im Moment hier immer noch den Mietbagger, den KX80-4 Alpha. Ja. Bin den jetzt heute auch gefahren, also zwei Tage jetzt hintereinander haben wir den jetzt gefahren und ich muss schon sagen, das ist schon eine Top-Maschine und man merkt auch diese eine Generation neuer wie meiner, also er ist ein bisschen agiler und ein wenig schneller, sag ich mal. Ja, im Hubzylinder hat er, meine ich, auch mehr Kraft, also ja, ist ein schöner Bagger, hat jetzt 2500 Stunden. Ja. Und den werden wir jetzt am Montag, beziehungsweise jetzt erstmal die nächste Woche mitnehmen auf die Baustelle, während dann mein Bagger am Montag repariert wird. Und ja, dann werde ich den wahrscheinlich nächste Woche wieder austauschen, dass der wieder zurück kann. Ja. Aber an der Stelle auf jeden Fall nochmal ein riesen Dankeschön an die Firma Hochbaumaschinen, dass das jetzt so reibungslos funktioniert hat. Dass wir jetzt den Zylinder schnell wechseln konnten und hier die Mietsmaschine gekriegt haben, um diese Zwischenzeit zu überbrücken. Ja, ich ziehe es jetzt auch gar nicht lang in die Länge, das Video. Also das war es jetzt auf jeden Fall. Wenn euch der kürzere Vlog diesmal gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine Bewertung freuen. Lasst ein Like da. Kommentar und ein Abo natürlich nicht vergessen. Und wer es noch nicht gemacht hat, Glocke unten anschalten, damit ihr keine weiteren Videos mehr von uns verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Mittwoch wieder. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr Action geben. Und ich denke, dass wir morgen schon anfangen mit dem Raps säen und da schon mal ein paar schöne Aufnahmen gibt für Mittwoch dann. In dem Sinne sage ich jetzt mal, ciao, bis zum nächsten Video.